Hallo zusammen, hi everyone. In diesem Video möchte ich mal eine Swirl-Technik machen, also dieses Swirlen, diese Kreise drehen. Und habe hier einiges an Farben noch, ja, ist noch von anderen Videos Farbe übrig. Ja, yeah, I want to make a Swirl-Technik and I got many of paints. It's the rest of paints from other videos. And what I do oder what I want, a little vodka in there. Also was ich machen möchte, ist ein bisschen Wodka reinmachen und schauen, wie die Reaktion ist. How is the reaction? And then we look. Okay. Oops, too much. So, ich rühre das jetzt so ein bisschen um. I shake a bit. Und habe auch in allen Farben Silikon drin, muss man auch dazu sagen. I got in all paints Silikon. Ups. But not in white and black, also nicht in schwarz und weiß. Mit was ich arbeite, ist dieser Vinylkleber Artist Junior von Gerstecker, und zwar dieser extra starke. Hier. What I have is the medium, is the Vinyl Glue White from Artist Junior from Gerstecker. Extra strong. Did you notice? Also, dass ihr das auch wisst. Okay, nun bin ich mal gespannt. We look what coming out. Ein Experiment. I got a little white and a little black. Also ich habe nicht mehr so viel weiß und nicht mehr so viel schwarz. Aber dann schauen wir mal. Gut. Der Keilrahmen ist 18×24 cm. Ja, der Canvas ist 18×24 cm. And take two cups. Started with white. Also ich fange jetzt mal mit weiß an. Habe ich eh nicht mehr viel. Auf White, also schätzt der Rest von Weiß. Und dann wohl. Okay, und noch ein bisschen Schwarz rein, a little black. Without Silikon and without Alkohol. Also ohne Alkohol und ohne Silikon. Ah, okay. Seht ihr? Ups. Könnt ihr sehen? So, jetzt sind dann meine Farben auch leer. The paint was empty. Raw Sierra ist das. So, okay, then we look. Dann schauen wir mal. Oh. Also besser, ich schmier den Rahmen wieder vorher ein. I think it's better I prepare the canvas before I started. On the edges, on the corner. Also immer an die Ecken und dann die Ränder gut einstreichen, dass es schon mal nass ist. Ist besser, it's better. Ups. Also gerade wegen dem Silikon, ne? From the silicone holes. For the silicone holes. Okay. Nicht, dass wir Silikonlöcher bekommen. Gut. Ich knicke das immer so ein, damit nicht viel rauskommt. Okay. Red. Also ihr habt viel Rot. Now comes the other color.
Jetzt kommen die anderen Farben. Okay, ich denke mal, das war's. Na, die Other Cup, nur der nächste Becher noch. Now I swipe on the right side, or to the right side. Also ich gehe jetzt rüber auf die rechte Seite. Yeah, not swipe. Sorry, swill. Also ich swill rüber. Wow, okay. Nice. Das sieht ganz gut aus. Looks like good. See that? Könnt ihr sehen? Okay, jetzt mache ich kurz mit dem Heißluftföhn drüber. I take a little with the heat gun. For the cells. Also für die Zellen. Aber ihr seht ja schon, es bilden sich schon auch von alleine Zellen. Bin mal gespannt, wie der Alkohol wirkt. We look what do the alcohol. Nun lassen wir es ein bisschen laufen. Now we let it flow. From side to side, also immer von Seite zu Seite, sage ich jetzt mal, nicht alles auf eine Kante und dann wieder die nächste. Side by side. Okay. Oh, schaut das schöne Blau an. Looked a nice blue. Ups. Ich habe hier meine. Okay, mache ich nachher. Ich habe hier diese Keile noch drunter. Okay. And now this one, and the last one, da helfe ich ein bisschen nach, weil ich habe eine schöne Textur mit dem Rot-Gelb. Yeah, help a little, then I don't want to lose my texture with the yellow and red. Okay, nice. So, ihr seht also nicht mehr diesen Swirl, aber ich finde, es ist eine schöne Struktur rausgekommen. You don't see the swirl, but we have a nice texture. I like it. Also nur noch mal ganz geschwind mit dem Heißluftföhn drüber, nicht zu viel. A little bit with the heat gun, not too much. Oh. Nice. Okay, a little dark, but I like dark. Also ein bisschen dunkel, aber ich mag es dunkel. Ich habe halt kaum noch weiß gehabt. Don't have white. Okay. Gut, also ich denke mal, das läuft ein bisschen mehr durch den Alkohol. Da verläuft es noch ein bisschen mehr. Und deswegen lasse ich es jetzt nochmal 10 Minuten einwirken und dann zeige ich es euch nochmal von nahem. Ja, I think
the flow a little more from the alcohol, and a little works for 10 minutes, and then you can show it from near, give you a close up. Also, dann bis gleich. See you in 10 minutes. So, jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Yeah, give you a close up. I like this blue and this yellow and red. Also ich mag wirklich das blaue und das ja, gelbe und rote. Also ein richtig schönes Netz geworden, finde ich. Looks like a net. Not cells, but a net. This thing is from the alcohol, from the vodka. Also ich gehe jetzt davon aus, dass der Wodka hier wirkt und dann die Zellen doch etwas auslaufen lässt. Aber ich finde es richtig cool geworden. Vielleicht etwas dunkel, aber cool. Yeah, a little dark, but I like it very much. Wow. Okidoki. Also gut, mal was anderes. Gut. Dann hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. I hope you like it. Und hat euch vielleicht was gebracht, eine Anregung, auch um wieder was anderes zu machen oder nachzumachen. Und dann sehen wir uns bis bald. I hope you enjoyed you. And you like it. I learned a little other technique. Experiment with alcohol. also ein Alkoholexperiment. And then see you next time. Also, dann bis bald. Tschüss, macht's gut. Bye. See you.